Matthäus Kapitel 16 ist ein Kapitel, wo viel darüber geredet wird, wer Jesus ist, und er wird da von Pharisäern hinterfragt und ähnliches. Das Thema ist komplett, wer ist Jesus? Dazu gibt es leider nur ein paar sehr kurze Bibel-Cartoon-Clips, die ich damit einfließen lassen werde. Den Rest wird euch wieder Amelie aus der Volksbibel vorlesen. An einem anderen Tag schlugen wieder einmal die Pharisäer und Sadduzäer bei ihm auf. Die wollten ihn linken und forderten ständig, dass er irgendwelche Wunder tun sollte, um zu beweisen, dass er wirklich von Gott kam. Jesus schenkte ihnen richtig ein. Ihr meint, ihr habt voll die Peilung, stimmt's? Wenn die Wettervorhersage Regen ankündigt, dann checkt ihr das ab. Genauso mit schönem Wetter. Aber obwohl ihr das, was ihr heute hier erlebt, von vorne bis hinten abgecheckt habt, begreift ihr trotzdem nicht, was tatsächlich gerade passiert. Diese Leute, die keine Ahnung von Gott haben, wollen immer nur Beweise, Beweise, Beweise. Aber sie werden nicht mehr bekommen als denselben Beweis, der mit Jona zu tun hat und ich euch schon mal erklärt habe. Dann ließ er sie einfach links liegen und zog ab. Schließlich waren Jesus und seine Leute mal wieder mit dem Boot unterwegs. An Land angekommen, bemerkten die Freunde von Jesus, dass sie nichts mehr zu essen hatten. Jesus sagte ihnen: Leute, passt gut auf. Die Pharisäer und Sadduzäer, diese religiösen Streber und Schleimes, versuchen ständig Viren in euer Hirn einzuschleusen, um eure Gedanken zu verseuchen. Die dachten sofort, er wollte ihnen mit diesem Spruch sagen, dass das Essen heute irgendwie verseucht sei, warum auch immer. Aber Jesus konnte ihre Gedanken lesen und sich den Spruch nicht verkneifen. Warum habt ihr schon wieder Panik, dass ihr irgendwie hungern müsst? Traut ihr mir das echt zu? Warum begreift ihr das bloß nicht? Ihr wart doch dabei, als ich den 5000 Leuten auf dem Berg was zu essen besorgt hab, obwohl wir nur 5 Brötchen dabei hatten. Und da war am Ende sogar noch richtig viel von dem Zeug übrig. Oder das andere Mal, als ich 4000 Leuten mit 7 Brötchen satt gekriegt habe, und auch da war am Ende noch sehr viel von da. Denkt doch nicht immer mit eurem Bauch, wozu habt ihr eigentlich euren Kopf? Ich versuche es jetzt nochmal. Passt auf, dass die religiösen Streber euch nicht einen Virus in eurem Kopf aufspielen. Erst jetzt kapierten sie, dass Jesus mit dem Virus die falschen religiösen Ansichten meinte, die die Pharisäer und Sadduzäer unter die Leute brachten. Eines Tages war Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, allein. Er fragte sie: Was erzählen die Leute über mich? Was glauben sie, wer ich bin? Einige denken, du bist Johannes, der Täufer. Johannes war ein Mann, der in der Wüste Menschen dazu aufrief, ihr Leben zu ändern und Gott zu gehorchen. Einige sagen, du wärst Elia oder Jeremia oder ein anderer Prophet. Die Propheten waren Menschen, die Gott besonders gut hören konnten und anderen von ihm erzählten. Jesus fragte Petrus: Und was glaubst du? Wer bin ich? Du bist der Retter, den Gott uns schon lange versprochen hat, der Messias. Jesus war beeindruckt, dass Petrus das erkannt hatte. Das konntest du nicht von dir aus wissen. Gott selbst hat es dir durch seinen Heiligen Geist klar werden lassen. Danach bat Jesus seine Freunde, keinem zu erzählen, wer er wirklich war. In diesen Tagen versuchte Jesus irgendwann mal seinen Leuten klarzumachen, dass er noch ganz schlimme Sachen durchmachen würde. Wenn wir in Jerusalem sind, werden mich die religiösen Leiter und auch die obersten Chefs vom Tempel foltern und töten. 3 Tage werde ich tot sein, aber dann kommt mein großes Comeback. Petrus war total fertig, als er das hörte. Nein, oh, nein, Jesus, das darf auf keinen Fall passieren, hörst du? Da schrie Jesus Petrus an: Hau ab, Satan! Du willst mich nur austricksen. Du siehst die Dinge nicht so, wie Gott sie sieht, sondern nur,
wie die Menschen sie sehen. Jesus erzählte seinen Freunden, den Jüngern, dass er bald umgebracht werden würde. Petrus sagte: Nein, Jesus, das werden wir nicht zulassen. Jesus wies ihn zurück: Sei ruhig. Was du sagst, sind menschliche Gedanken und nicht von Gott. Halte mich nicht auf, ihm zu gehorchen. Er erklärte den Jüngern: Wer mir folgen will, darf sich selbst nicht so wichtig nehmen. Ihr müsst jeden Tag das tun, was Gott euch aufträgt, auch wenn es nicht einfach ist und ihr auf Sachen verzichten müsst. Wer sein Leben versucht zu retten, wird es verlieren. Wer aber bereit ist, alles für mich aufzugeben, wird am Ende das Leben gewinnen. Was bringt es dir denn, wenn dir die ganze Welt gehört, du aber deine Seele verlierst, ewig an einem schrecklichen Ort sein musst, in der Hölle? Ich muss zwar die Erde verlassen und zu Gott, meinem Vater, zurückgehen, in den Himmel. Dort werde ich aber auf euch warten, bis auch ihr an diesen wunderbaren Ort kommen werdet.